Der Film Riddick wurde in Deutschland bereits in zahlreichen Fassungen auf DVD und Blu-ray veröffentlicht. Ursprünglich erschien auf DVD nur die Kinofassung im Standard Keep Case. Diese Version gibt es unter anderem auch als Steelbook im Rahmen der Bulletproof Collection gemeinsam mit Pitch Black und einem Anime. Der 15 Minuten längere Director's Cut erschien in einem hervorragend gestalteten Digipack mit Schuber aus Holopapier. Hier nur ganz kurz die Übersicht. Möglicherweise werde ich irgendwann mal in der Zukunft auch eine Übersicht über meine DVD-Sammlerstücke machen, wo dieses meiner Meinung nach großartige Digipack dann auf keinen Fall fehlen darf. Nun wurde der Film im Rahmen der Reel Heroes Collection in Deutschland auch als Blu-ray Steelbook exklusiv beim Mediamarkt veröffentlicht. Das Cover-Artwork ist wie bei den anderen Titeln der Reihe im Comic-Stil. Schauen wir uns das einmal näher an. Der Comic-Stil wurde bei diesem Artwork hervorragend getroffen. Allerdings, wie bereits von den anderen Reel Heroes Steelbooks gewohnt, bietet auch dieses Artwork kaum Nutzen von dem Steelbook-Effekt. Lediglich Riddicks Waffen und Teile seiner Panzerung machen sich einen ganz dezenten Steelbook-Schimmer zunutze. Der Titelschriftzug des Covers wurde mit Hochglanzlack überzogen. Diese verschiedenen Bildelemente sind sehr gut zu erkennen, solange sich das Steelbook hier in Bewegung befindet. Auch das Backcover des Steelbooks wurde im Comic-Stil gestaltet. Steelbook-Effekt gibt es hier keinen, die Filmbilder allerdings wurden wieder mit Hochglanzlack überzogen. Zu sehen ist auch das besonders gut, wenn sich das Steelbook in Bewegung befindet. Und auch diesmal hier die Gesamtansicht des Steelbook Front- und Backcovers sowie des Spines. Wenn wir das Steelbook öffnen, finden wir darin die Filmdisk, die dem Artwork der bisherigen Auflagen entspricht und ebenfalls keinen Hinweis auf den enthaltenen Director's Cut bietet. Außerdem handelt es sich dabei um eine zweischichtige BD-50. Die Innenraumgestaltung des Steelbooks entspricht allen anderen Reel Heroes Steelbooks. Trotzdem schauen wir uns die einmal ganz kurz in Nahaufnahme an. Abschließend kann ich auch zu diesem Steelbook sagen, dass es optisch hervorragend gelungen ist, sehr gut zu dieser Reihe passt und für Steelbook-Sammler auf jeden Fall erschwinglich ist. Ich persönlich finde die Reihe grandios und ganz ehrlich, aktuell besitze ich nur 4 Titel, aber ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird.